Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge GTA Online mit mir, Sandro und Livio auf meinem Kanal. auf Livio sein Kanal. Ja, ich mache die Anmoderation für Livio und wir fahren einfach mal so durch, will ich mir sagen. Jo, einfach mal so, weil er glaube ich. Doch, wir haben schon mal Videos mit ihm gemacht. Es ist der. Ja, das hat Mod. Abonniert ihn. Einfach mal so eine. Abonnieren. Warum auch nicht? Wir hatten nicht so viele Abonnenten auf YouTube, aber das macht ja nichts. Wir auch nicht. Ja, und er hat es wirklich richtig verdient. Ja, er gibt sich immer viel Mühe für seine Videos. Also schaut dann einfach mal kurz vorbei. Dankeschön, nett von euch. Sandro, das ist wirklich jetzt lieb von dir gewesen. Da liegt einer. Hm? Ah, da liegt einer, danke. Nochmal. Ich fahr. Again. Ich will seine 27 Dollar haben. Ey, ich brauch den nicht, du. Ja, doch, du brauchst eigentlich am meisten von uns. Ich will den mal kurz einzahlen, weil ich habe ziemlich viel Bargeld hier rumfahren. Oh, ich muss. Ja, übrigens, ich spreche extrem leise gerade, weil bei uns alle schon schlafen und so und bla bla bla. Und ja. Außer er. Außer ich. Wenn du Lust, wenn du schlafen würdest und besser nicht zocken könntest. Etwas. Schlafen kann man, wenn man tot ist. So. Das ist mein Spruch. Nee. Benutz ihn. Nö, es ist ein Livio-Spruch. Alles klar. Gerade hast du gesagt, es ist dein Spruch und jetzt sagst du, es ist Livio-Spruch. Was läuft bei dir? Ich sehe jetzt richtig, wie die MBs jetzt im Moment schreibt er richtig, richtig viel. Dein Spruch. Film 9 Full HD heute mal. Ich sag's übrigens immer so, ich mach nicht lange, ne? Ich mach heute nicht so lange, weil ich dann morgen wieder früh raus muss. Ja, ja. Kommst um welche Zeit? Junge, morgen komm ich gar nicht. Hat er doch vorhin schon mal gesagt. Oh. Ich bin in der Früh, bin ich am Frühstücken. Dann muss ich mich fertig machen, dann fahr ich Mittag zur Arbeit bis abends und dann bin ich bei einer Feier. Jetzt nicht im Let's Play streiten hier. Am Samstag bin ich auch den ganzen Tag weg, also ihr seht mich wahrscheinlich erst am Sonntag irgendwann vielleicht. Vielleicht, weiß ich noch Arschloch. Nicht. Arschloch. Ich hab dich auch lieb. Nicht fluchen, nicht fluchen. Schriebenhonig. Ne, Livio, Schriebenhonig. Ich werd's mir gut merken. Wenn ich ein Stück Schriebenhonig mich noch einmal anfasst, ich weiß, ich werde es nicht töten. Sehen Sie, geht doch. Wow. Wieder der Typ. Ja, immer wieder. Das ist wieder so. Meine Hackfresse, Alter. Der mit dem Helm hinten. Wie viel Fäuste hast du schon kassiert? Oder wie viel Baseballschläger? Waren alle von mir. Schau mal das Fahrrad an. Ah, den hab ich vorhin. Das hab ich auch schon gesagt. 11.000. Alter, eine Gott Mission halt. Noch, dann hab ich Level 56. Schön für dich. Schön. Weiß. Eine machen wir auch noch. Wetten, dass du dann einen LP-Punkt vorm Level 56 stehst, wenn du die nächste Mission hast. Ja, das wäre echt so. Hatte ich mal. Hatte ich wirklich mal. Jetzt haben wir 3 Minuten für die Folge gebraucht. Yay. Machen wir die wieder. Warum? Warum wird meine nie genommen? Ich kann nicht mehr voten. Ich bin Sandro. Das heißt nichts. Das heißt nichts. Oh doch. Nee, das heißt bloß, dass du kacke bist. Nee, Spaß, hab dich lieb. Ich dich nicht. Okay, kann ich damit lieben. Ich auch. Ey, ich wollte noch schwere Panzerung kaufen. Vergiss es, nicht bei mir. Oh, das ist voll komisch, dass ich nicht sprechen kann. Oh, Prost. Mahlzeit, Maya. Putz auf. Ist es wieder die gleiche Mission? Nö, klar, nur. Oh. Hey. Jag jemand nimmt mich mit. Ach, ihr hohen Söhne. Hast du gar gesehen, wo ich geflogen bin? Ich bin im Darm drin. Oh. Oh, no, no, no.
Kauf mal was. Noch ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Noch ein bisschen davon. Hilfe! Geheulen. So wollte ich das jetzt nicht sagen. Ein bisschen. Weg da. Was sind denn die ganzen Putas? Sind die da oben? Ah ja. Kommt schon. Traut euch. Kommt mal. Wir wollen hier noch ein paar Gegner töten. Alle tot. Nimm mal hier meinen Bagger. Ich nehme meinen. Okay. Ich guck mal, ich bin voll reingefahren einfach in den Laden. Hilfe, ich sterbe gleich. Also, bleib mal da stehen, bleib mal da stehen, bleib mal hier stehen, bleib mal hier stehen. Bleib hier drin. Geh runter. Ich sterbe gleich. Und dann holen wir uns ihn wieder. Jetzt steig aus kurz, Livio. So. Schau, Leute, immer noch, ich sterbe, ich bin tot. Weißt du, wie sich das anfühlt? So, du bleibst mal kurz hier drin, Livio, und schaust einfach nur zu, okay? Okay. So bin ich vorhin reingefahren. Ich sehe dich nur auf der Map anrasen. Oh, warte. Geht anders. Warte. Ich sammle ja noch ein paar Snacks auf. Ich mach dir sogar die Tür auf. Nein! Warte. Nächster Take. Alter, das kann doch nicht sein. Vorher ging das so geil und jetzt. Ich habe ja gerade eine ganze Gangbande platt gemacht. Hab ich plus auch. Noch vier auf Autos. So, jetzt hallo. Mann! Okay. Warte. Das ist so gemein. Jetzt klappt es überhaupt nicht. Das ist der Vorführeffekt. Bleib stehen. Nein, warte. Okay, so geht's auch. Geparkt! Tja. Wir machen nur Scheiße. Nee, echt? Ah, 56. Schade, ich hätte gekauft. Okay, machen wir noch eine Mission. Jo, aber klar. Wir sind erst bei 7 Minuten. Coole Methode. Ja, scheiße. Ey, wir machen die da. Mann! Oh, jetzt! Huh. Scheiße. Livio. Ich dachte, wir sind auf der gleichen Seite. Heinz-Peter hält immer zusammen. Tja, einmal nicht. Nee. Er ist Österreicher, was hast du erwartet? Österreicher? Du bist auch Österreicher. Was für Österreicher? Jetzt hast du uns gerade beide beleidigt. Aber hallo. Ach, schon Schweizer seid ihr, verdammt. Österreicher. Entschuldigung, Schweiz, Entschuldigung. Österreicher, ey Livio, ich glaube, wir gehen bald mal zu Schanmod nach Hause. Das könnt ihr gerne machen. Der und bringen ihm Schweizer Schokolade vorbei. Ich habe auch eine Überraschung, eine böse Überraschung. Baseballschläger, hab auch einen. Nee, ich brauche keinen. Ich hab zwei Freunde, Josef und Bob. Josef und Bob. Der Kakobob. Die kennen sie noch nicht, das ist das Blöde. Das ist eigentlich nicht. So kann man es auch machen. Ich bin oben im Safe. Ich brauche jemanden, der mich sichert. Kann bitte einer hochkommen? Wir sind hier unten gerade ein bisschen so in einer beklemmenden Situation, so könnte man es nennen. Wie? Seid ihr gerade in der Zwickmühle? Jetzt nicht mehr. Werde ich zusammengezwickt von der Zange? Ha! Hat er nicht gesagt. Der war low. Der war schlecht. Ja, schön. Mann, scheiß Gun, ey. Ja, wo seid ihr alle? Ich
von oben. Wenn einer mal übereinander hochkommen würde, das wäre super. Da kommen alle hoch, glaube ich. Genau, einfach mal kurz mich wieder sichern, das wäre super. An deiner Stelle würde ich auch rennen. Komm schon! Oh, da ist nichts drin. Wow. Nein, Sandro! Unser bester Mann, hust, hust. Bleib mal kurz stehen, dann kann ich die vielleicht noch einholen. So. Hab mehr Ausdauer, ich bin schneller. Ich weiß. Genau deshalb. Ich kriege das mal anders. Auch hinter uns. Alter, geht doch nicht. Ich würde mal sagen, auf zum Bot, ne? Achtung. Jetzt muss ich nur wieder irgendwie hochkommen. Nee, oder? Ich bin jetzt nicht gerade wirklich. Ich wollte gerade von der Seite weit fliegen und dann hat es mich gedacht. Ah, komm schon, komm schon. Kommt mich jemand abholen? Ich bin hier gerade so im Wasser. Das klingt eklig. Wenn ihr gerade so Wasser habt, ich werde den gerade abholen. Ah, es geht, ich komme hier doch noch raus. Mach dir mal den Helikopter platt. Was für ein Helikopter? Wenn du nicht mal so einfach wegfliegen könntest, gerne. Das geht so, nicht anders. Oh Gott, hey, nimm uns! Was ist das Problem? Ich bin tot. Ich kann nicht mehr spawnen. Ach, scheiße. Snake schaut jetzt zu. Ach ne, das weiß ich auch. Sandro, ich schau, Libby, schau dir zu. Ja, ich warte mal, bis das kleine NPC-Läppchen hier kommt. Dann töten. Oh Mann, leid ist jemand. Hm? Ich bin nur ein guter Spectator. No way, das ist jetzt gerade nicht passiert. Nee, oder? What the fuck, Alter? Was war das gerade? Oh fuck. Ich komm da nicht mehr hoch. Shift und nach oben, Shift und nach oben, Shift und nach oben. So, was habt ihr gesagt? Nicht was hat wieder. Er gesagt? Ich tauche immer weiter runter. Ja, mach ich ja, aber das geht nicht. Und dead. Du, Schanmat, was hast du gesagt, dass es so lustig war? Ich hab nicht Weil, zugehört. Er wollte gerade Patsch ins Wasser springen. Du kennst doch diese Animation, wenn man ins Wasser springt, ne? Mhm. Genau. Und er landet voll auf den auf dem Boden, ne? Auf den Steinplatten, einfach mit dem Köpfer. Naja, du wirst es nachher ja sehen. Ich hab's auch genommen. Aber ich darf nicht lachen, sonst wecke ich alle auf. Batman hört zum Hintergrund von ihm. Echt? Nee, wahrscheinlich aber irgendwann. Nee, bei uns schnarcht niemand. Außer du. Nee. Ich schnarch richtig krass, Alter. Echt? Ja, wirklich. Also es gibt Tage, da geht's, da schnarch ich gar nicht und es gibt Tage, da schnarch ich so laut, ey. Aber ich hab noch nie in meinem Leben geschnarcht. Einmal hat mich meine Schwester aufgewacht, weil sie gedacht hat, ich sterbe jetzt gleich. Wirklich. Wirklich, das ist kein Witz. Stirb, Kartoffel! Also es gibt einen bekifften Filter. Alter, Software-Update von Samsung. Naja, installieren wir mal schnell. Pause. So. Ein richtig großes. Alter. Ja, Prost. Naja. Was für ein Software-Update? Ein großes. Was? Samsung. Irgendwie, keine Ahnung.
fast 2 Gig. Hm, lol. Ich hoffe, mein Internet spackt jetzt nicht. Ah ja, tut's eh nicht. Die ganze Zeit 5 drücken. Warum das? Dann bist du immer im Wasser mit dem Motor. Sonst springt das Boot zu fest. Ja. Tut's eh schon. Jetzt drücke ich mal 8. Gib dann nach vorne und jetzt drücke 5. Was hat Profi? 15 Japaner-Punkte, 17.390 Geld. Oh, Level 56, fast Hälfte voll. So, Livio entscheidet, wo wir hingehen. Also, welche Mission wir nehmen. Machen wir noch eine. Die ist aber heftig, die ist wirklich mega heftig, die Mission. Habe ich ausgewählt. Die, ist das also, mit Fliegen? Ich hoffe es nicht. Wir müssen in den Militärstützpunkt einbrechen, wohl mit den ganzen Sternen und müssen da 3 Chats kaputt machen. Oh je. Wichtig ist aber, und das machen wir bevor es das alles startet, wir holen uns den Savage. Okay. Die hole ich mir, weil die ist wichtig. Wir brauchen Savage. Wie sieht man das? Was man, wie kann man den holen? Mechaniker? Nee, den hole ich mit Pegasus, brauche ich. Den muss man sich kaufen. Ah, den habe ich auch. Dann Pegasus musst du anrufen. Pegasus und dann Savage. Habe ich nicht. Kann ich auch Hydra? Ja, wenn du Hydra gekauft hast, kannst du auch so bestellen, ja. Ich habe gar nichts. Yay, weil ich einfach zu niedriges Level dafür habe. Wir müssen kurz in dieses Flugzeug einsteigen, nur kurz. Bei wem kann ich denn mitfliegen? Warte bei mir, war kurz. Ich flieg zu meinem Savage. Also wenn du Hydra bestellst, dann glaube ich nicht, dass ich bei dir mitfliegen kann. Ich nehme das Savage. Savage. Das heißt Savage. Savage, das ist Französisch, ihr Deppen. Da muss das Arsch, muss betont werden. Genau, Savage. Ah ne, besser. Ich muss kurz diesen Punkt fliegen. Kannst du vielleicht... Da frag, wo ist es halt? Kannst du da kurz rüberfliegen? Andere Seite eigentlich. Nee, ich muss zu dem. Was meines am Arsch? Livio, geh zu mir. Ich bin kommst im du Flugzeug. Mit mir? Ja, schon klar, ich auch. Aber kommst du nachher mit mir mit? Ich weiß nicht. Ja, komm mit mir mit. Ja, okay. So ungefähr keine Wahl. Oh, das ist schon... Oh Gott! Ja. Viel Spaß. Danke. Ich geh mal raus hier. Nö, Livio, komm mit. Livio, was machst? Ja, ich müsste sonst fliegen. Aha, aber jetzt kannst du einsteigen. Das Ding schaut so OP aus, dieser Wasch. Das ist heftig, Alter.
ich kann so richtig mitzählen, so 20,3, 20,4, 20,5 Gigabyte und so weiter. Gigabyte schon? Ja, ja, natürlich pro Minute im Gig. Das geht eigentlich genau auf. Wir haben 20 Sekunden und haben jetzt 21 Gig. 21 Sekunden, 21 Gig, alles klar. Ein Alter, Gigabyte, wie viele Turbulenzen es hier hat. Du hast also Sekunden gesagt, 20 Sekunden, 21 Gigabyte. Das ist in 4K so, in etwa. Ja, das glaube ich gern. Aussteigen, Livio. Was zum... Warum zerstört ihr es? Das war Sand. Boah, Leute. Er sagt aussteigen. Wenn wir diese dieses Flugzeug wohl brauchen, dann dürfen wir es ja wohl nicht zerstören. Ja, das hast du nicht gesagt. Boah, Sandro, wirklich, deine Kompetenz. Nein, nicht mich nicht mehr wiederholen, danke. Ey, Leute. Das also, hast du nicht Sandro, gesagt. Sandro, da kann man aber einfach mitdenken. Das hast du nicht gesagt. So, wenn man würde sagen, das war's mit dieser Folge. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Also, bis später. Ciao.